Ich habe eine Störung gespürt. Unser Feind ist hier. Wir müssen sofort aufbrechen. Feind? Der Feind, der die Ebon Hawk beschossen hat, als wir euch retten wollten. Er wird uns nicht ohne Blutvergießen ziehen lassen. Und wenn er blutet, macht es nur mehr Spaß. Nein. Wartet, wer ist dieser Feind? Wenn er keine Armee dabei hat, hat er ein Problem. Warte, wer ist der Feind? Das ist eine lange Geschichte und wir haben keine Zeit. Kommt, wir müssen gehen, schnell. Okay, gehen wir. Wir müssen uns zum Dock auf dieser Ebene durchschlagen. Ich fürchte, die Luftschleuse wurde bereits geöffnet. Wir müssen aufpassen. Wenn wir die Ebon Hawk nicht erreichen können, müssen wir mit dem Schiff entkommen, das hier angelegt hat. Gray hat eine Gruppe bei eingeschlossen. Sie ist in der aktiven Gruppe erhalten. Alle Gruppenmitglieder zusätzliche Erfahrung. Also alle, die mich begleiten, bekommen zusätzliche Erfahrungspunkte. Gut. Dann leg den scheiß Minenarbeiter-Outfit und leg seine scheiß Robe. Ja. Du kriegst zwei Armschilde. Der hat ja, kriegst halt das. Abwehr, das ist für sie nicht wichtig. Denk mal Reflexe. Nee, kriegst mit Tapferkeit. Die hat ein Kurzschwert. Und das war's. Ja. Bei ihr in der Set-Outfit nicht, weil sie halt quasi festes Outfit hat. Die kann nicht ändert werden. Ausstieg. Attribute. Die hat mehr als ich. Das finde ich natürlich geil. Irgendwie nicht. Dann kriegst du halt Geschicklichkeit mehr dazu. Ist mir jetzt ja Tarnung. Bewusstsein. Selbstheilung. So. Ja, nehmt ihr das, was ihre Vorteile sind. Ah, der hat Eporin 5. Warum das denn? So. Die bleibt leider immer neutral. Die ist weder gut noch böse. Also heißt, die hat keinen Malus oder Vorteil, wenn die halt dunkle Seite oder helle Macht einsetzt. Und deswegen will ich sie einfach. Oh, die hat Mächte der dunklen Seite. Und. Na? Ist der helle Seite? Ne, Universalmacht. Sie nutzt zumindest die dunkle Seite, wenn man hier sieht. Was dann schon bedeutet, dass es nicht unbedingt in gute Richtung geht mit ihr. Dann nehmen wir einfach mal für sie Chock. Ach, mehr. Bewusstsein heilen und dann reparieren. Was ist hier? Hier die Gesandte. Kräfte. Puh, ja. Nehmen wir töten dann hier verwunden. Let's go, Kraya. Das war ich damals so unheimlich. Und weil ich halt immer zurückgerannt bin und guckt nach, wo sie sind, habe ich die niemals gefunden, ey. Das war so unheimlich mit denen. Was ist hier los? Wer ist das? Noch ein Jedi? Habt ihr euch heimlich vermehrt, als ich nicht hingesehen habe? Die Erklärung dauert zu lange. Wir müssen sofort los. Keine Zeit zur Erklärung. Atten, nehmt eure Waffe und folgt mir. Schweigt, nein. Die Erklärung dauert zu lange. Wir müssen sofort los. Okay. Ich schätze, auf dem Schiff, das eben angedockt hat, sind keine Freunde von euch, oder? Ich hoffe, eure Vorliebe zu untertreiben wird von euren Schießkünsten mit einem Blaster kompensiert. Andernfalls wird unsere gemeinsame Zeit von kurzer Dauer sein. Ja, im Weglaufen und Saufen bin ich übrigens auch spitze, Eure Majestät. Auch wenn ihr beide keine Freunde der Republik seid. Wir kommen hier nur mit diesem Kriegsschiff weg.
Edna hat sich angeschlossen. Nur als letzter Kämpfer kann er K.O. gehen. Je schwerer er verletzt ist, desto besser sind deine Rettungswürfe. Gut, dass der Weg zum Schiff frei ist. Drohung. Ich habe mich wohl unklar ausgedrückt, Meister. Ich hatte vorgeschlagen, Sie schalten sich ab, bleiben hier und warten auf Ihre Rettung. Nein, du hast deutlich ausgedrückt. Aber ich höre nicht auf Killer Tuin. Nach all den Morden ist Retten wohl kaum eine passende Antwort. Korrektur. Ich bin nicht Ihr Wörterbuch, Meister. Deshalb weise ich Sie lediglich darauf hin, dass Sie sich irren. Genau wie die Minenarbeiter sich irrten. Also hast du alle Minenarbeiter getötet? Entrüstete Antwort. Meister, die Minenarbeiter wollten Ihnen Böses. Das konnte ich nicht zulassen. Ich musste eine Terminierung der Aggressoren erreichen. Nachdem die Minendruiden darauf programmiert waren, alle Organiker abzutragen, fingen sie an, die Arbeiter zu töten. Eine Reihe perfekt berechneter Explosionen trieb die Arbeiter dann in die Schlafräume. Dort konnte ich sie alle gleichzeitig töten, ohne sie erst durch die Tunnel jagen zu müssen. Anschließend verabreichte ich den übrigen Arbeitern eine hohe Dosis Schlafmittel. Eine tödliche Dosis, versteht sich. Und das alles, während sie friedlich schliefen. Allerdings sind sie trotz meiner Berechnungen zu früh aufgewacht. Die Unannehmlichkeiten, die wir deshalb erleiden mussten, beschämen mich zutiefst. Also befahlst du die Minentruinen, mich zu töten? Warum würdest du mich gefangen nehmen? Ich will nicht kämpfen, aber ich habe wohl keine andere Wahl. Schluss jetzt, ich werde dich kampflos begleiten. Ich bin das letzte Jahr zuzuhören. Ich werde dich verschrotten. Nein, ich will. Warum würdest du mich gefangen nehmen? Antwort. Ich bin nicht darauf programmiert, die Motivation meiner Kunden zu hinterfragen, Meister. Jedenfalls werde ich für meine Dienste angemessen entschädigt. Es war übrigens sehr schwer, sie zu finden. Seit dem Ende der Mandalorianischen Kriege streifen sie nun schon durch die Galaxis, ohne nennenswerte Spuren zu hinterlassen. Mir scheint, sie wollten nicht gefunden werden. Weder von Jägern wie mir, noch vom Jedi-Orden. Oh, wirklich? Du hast mich gefunden. Also kann es nicht gut gewesen sein. Und wer ist dein Kunde? Belehrende Antwort. Meister, meine Programmierung verbietet mir, die Identität meines Kunden preiszugeben. Allerdings kann ich guten Gewissens sagen, dass mein Kunde sehr wohlhabend und am Kauf des letzten Jedi interessiert ist. Und was jetzt? Tötest du mich jetzt einfach? Nein, er wird mich nicht töten. Du hast mich gefunden, also kann ich nicht so gut gewesen sein. Geständnis. Das war reiner Zufall, Meister. Ich war Protokolldruide auf der Harbinger, als sie ihre Reise auf dem Schiff antraten. Danach musste ich nur noch die Harbinger sabotieren und ihren Abtransport organisieren. Verärgerte Aussage. Aber dann ist die Ebon Hawk aufgetaucht und hat uns beide aus dem Wrack des Schiffs geborgen. Ich war gezwungen, einige Neukalkulationen durchzuführen, die unsere aktuelle Situation bedingt haben. Nein, ich will nicht kämpfen, aber ich habe keine Wahl. Was jetzt? Tötest du mich jetzt einfach? Antwort. Nein, Meister. Es war nie meine Absicht, Sie zu töten. Falls Sie sich aber weigern, in Ihren Koltotank zurückzukehren, muss ich Ihrem Skelett wohl einige Frakturen zufügen, um Sie außer Gefecht zu setzen. Na gut. Ich will nicht kämpfen, aber ich habe keine Wahl. Resignation. Also gut, Meister. Wenn Schmerz die einzige Möglichkeit ist, sie zu überzeugen, bleibt mir wohl keine andere Wahl. Ach, die Minen. Erstmal. Edna hat eine Pistole. Attribut. Logik, Geschicklichkeit. Sprengstoff. Bewusstsein, Sicherheit. Ich mache Sicherheit mehr. Bewusstsein. Ja. Annehmen. Du bist ein Gauner. Okay. Bewusstsein, Sicherheit. Und ich nehme dazu noch Sprengstoff. Talent. So. Er ist geübt mit Plaster und Pistolen, wie ich hier sehe. Okay. Also wieder Pistolen. Hat er. Er ist, glaube ich, nicht trainiert auf Zweihand. Könnte ich jetzt machen, natürlich Zweihand zu trainieren?
Ja, dieses Talent steigert die Schaden durch Fernkampfwaffen um 1. Ja, kann man machen. Machen wir das hier. Präzise Schüsse. Bringt das für ihn mehr. Was ist hier? Dieser Talent erhöht die Nahkampfeffektivität aller Einheiten im Nahkampf. Okay. Fähigkeit, Schleichangriff. Sniper-Schuss kritisch. Also er macht sehr viel, er will sehr viel Crit machen hier, wie wir hier annehmen. Also er spielt mit einer Pistole. Wow, Minenlaser 1 zu 7, Blasterpistole 1 zu 8. Ist natürlich. Und hier ist auch 1 zu 8. Der hat eine Scheißwaffe mit 1 zu 7? Seriously? Ist dumm. Hier ist ein Brenner noch. Ich gebe jetzt einfach die Reflexe. Oh, ich die schon eben. Ach, ich habe zwei da gehabt. Gibt's einmal das hier und das hier. Aber Konstruktion mehr machen. Und Atemmaske einfach packen. Achso, hier, alle Rettungswürfe. Cool. Einfach mal Defense bekommt er hier. Das ist natürlich. Habe ich total nicht mehr in Erinnerung. Na gut. Ja, es ist unwichtig. Wir nehmen gerade die Blasterpistole und das war dann erstmal. Du machst Jock, 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 wenn du so viel Macht hast. Und du machst mal Betäuben Hirn. Du greifst den da an. Und dann den da. Was machst du? Achso. Ja, weg. Das machst du, dann machst du das hier. Was war das für eine Aktion? Dann gut, dann töten wir Das den wird uns nicht HK lange 50 aufhalten. Klettrüde. Runter, Oh, alle! Selbstzerstörung eingeleitet. Rückzug, Jungs. Systeme werden abgeschaltet, Meister. Und Überreste neben mir hat HK-Vokulatoren. Drüden-Selbsterhaltung-Einheit. Alles klar. Ich kann sagen, Atten hat übelst geile Fähigkeit. Wenn er zuerst, sag mal, verreckt, kann er im Kampf wieder aufstehen. Im Kampf. Was normalerweise keiner kann. Er ist der Einzige, der das besitzt, die Fähigkeit. Harbinger Kommandodeck. Etwas stimmt nicht. Ich spüre niemanden an Bord. Ihr spürt niemanden an Bord? Spürt ihr vielleicht irgendwelche Killer-Droiden wie beim letzten Mal? Alle hier wurden getötet. Doch es gibt kaum Anzeichen eines Kampfes, keine Einschusslöcher. Hier waren ganz besondere Killer am Werk. Was machen wir denn auf diesem Schiff? Wir müssen zurück in die Anlage. Ihr wollt Jedi sein? Ihr seid die beiden schlechtesten Jedi, die ich kenne. Wollt ihr zurück in eure Zelle? Es ist zu spät, um euch wieder in Sicherheitsraum zu verstecken. Adnan hat recht, wir müssen zurück oder vom Schiff. Beruhigt euch, wir brauchen einen Plan, keine Vorwürfe. Wenn die Killermaschine recht hat, kommen wir nicht bis zum Hangar. Ruhe. Ich muss nachdenken. Ich sah, wie dieses Schiff angedockt in eine Treibstoffleitung durch die Energiefelder. Wir können das Kraftfeld vor den Hangar umgehen, indem wir den Maschinenraum des Schiffes treffen. Okay. Solange die Harbinger angedockt ist, können wir durch den Hangar.
Hawk steht, also ich würde sagen, das erste. Wir können das Kraftfeld von den Hangar umgehen, indem wir den Maschinenraum des Schiffs in die Treibschiffleitung gehen. Ich will ja nicht schwarz malen. Aber was haben wir denn davon, wenn wir das Schiff erreichen, mit dem ihr gekommen seid? Ohne Orbitalkarten kommen wir nie durch das Asteroidenfeld. Es sei denn, ihr wollt da draußen ein paar Asteroiden rammen. Wie konnte das Schiff denn hierher andocken? Weil sie die Karten natürlich in ihrem Computer haben. Das ist die einzige Möglichkeit. Dann holen wir Jungs die Codes, danach überlegen wir, wie wir im Hawk kommen. Kurz wir uns weniger die Codes, sonst können wir einen Weg danach sparen. Ich denke, dass wir es schaffen können. Glaubt jemand, dass wir die nicht. Glaubt jemand, dass wir es nicht so im Navigationscomputer schaffen? Nein. Ich frage, dann holen wir die Codes. Dann überlegen wir, wie wir so im Hawk kommen. Okay, wir müssen zur Brücke. Ich meine, das dürfte wohl unser größtes Problem sein. Guter Plan. Fürs Erste. Gehen wir. Nun, da deine Gruppe wirken die bestimmten Aktionen oder Antworten positiv oder negativ und einfach genau, das hier ist auch. Einige von ihnen schätzen die Grausamkeit und Ruhe gewalt, andere treten für Werte die Loyalität und Ehre ein. Je größer der Einfluss auf deine Gruppe gefährden ist, desto mehr wird von deiner Gesinnung beeinflusst. Du hast auf einen Gefährten besonders viel oder weniger Einfluss, sind möglicherweise zusätzliche Gesprächsoptionen verfügbar. Unsere Feinde sammeln sich, während wir hier warten. Ergib mir, Krea. Ich war kurz abgelenkt. Ich werde der Gegenwart mehr Aufmerksamkeit schenken. Ja, ich vergib dir. Gut,